Am Dienstag, 12. Juni, zeigte sich Boris Becker 50, das erste Mal nach dem Eheaus mit Lilly Becker, 41, wieder in der deutschen Öffentlichkeit, bei einer Gesundheitskonferenz des Wochenmagazins Zeit. In Hamburg war der Sportler als Sprecher zu Gast. Über die Trennung von Lilly äußerte er sich zwar nicht, dafür aber über das gute Verhältnis zu seinen älteren Söhnen aus der Ehe mit Ex-Frau Barbara Becker, 51. Über den jüngeren, Elias, sagte er im Gespräch mit Zeit. Chefredakteur Christoph Arment: Ich kann seine Fragen beantworten, er hört mir noch zu. Er wird langsam zum Mann. Auf Instagram postete der 17-Jährige, der eigentlich in Miami lebt, am Wochenende ein Bild aus London mit seinem Vater. Dazu schrieb er: Zurück mit Papa. Auch mit seinem ältesten Sohn Noah Becker verbindet den Ex-Tennisstar ein gutes Verhältnis. Mein 24-Jähriger ist ein paar Schritte weiter, aber auch er sucht meine Nähe und das Gespräch mit mir. Das gefällt mir und ist eine Befriedigung für mich. Über die harten Zeiten in seinem Privatleben ging er nicht ein, sagte aber immerhin so viel, was die seelischen Narben angeht, die sind da. Ich bin schlecht im Vergeben, mit Mühe, verzeihen ist schwieriger, aber wenn ich merke, jemand hat mir körperlich oder seelisch wehgetan, das vergesse ich nicht so schnell.